Der weiß nicht, was er machen soll. Ich weiß auch nicht mehr, was ich mit diesem Kerl machen soll. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Remnant 2. Habe ich das beim letzten Mal eigentlich gesagt, dass wir in Remnant 2 sind? Ich bin Nein. mir gerade nicht sicher. Das muss ich jetzt nochmal sagen. Achso, stimmt, hallo. Zu Puck der Stubenfliege habe ich, glaube ich, gesagt. Ja, wir befinden uns gerade, ich weiß gar nicht so genau wo, hier auf der Karte. Phantom des Ödlands. Irgendwie ganz unten hier. Und da stehen drei Fragezeichen und ich habe ein bisschen Schiss, da durchzugehen, ehrlich gesagt. Weil wir nicht wissen, was da jetzt auf uns zukommt. Oder was uns da kaputt macht. Interagiert er erstmal mit. Schlüssel des Suchers. Hast du den? Ich geh mal weg. Den hattest du doch. Ja, den hatten wir doch, genau. Irgendwie befürchte ich, das ist so wie in Dings, dass wir dadurch so die Wolfsspinne aktivieren, weißt du, so. Oh Gott. Ah nee, warte mal. Uns fehlt noch was. Oh nein. Ich hab gedacht, jetzt kommt hier so das ganz große Ereignis. Es ist ja auch ein riesiges Tor. Wollt ihr mich veräppeln? Darf er nicht mehr fluchen hier bei YouTube? Ja, wir haben noch nicht. Ich verfluche euch. Ich würde also, ja jetzt gegen noch, die Tür schießen, aber warum? Wir müssen noch weiter suchen. Komm was mit. Kommt hier vorne eigentlich raus? Das sieht aus, als ob die Dinger am Glüten sind. Das ist übrigens das Upgrade gewesen. Mhm. Ein Upgrade. Jetzt müssen wir hier doch noch weiter kopflos durch die Gegend ziehen. Ja, bei der Seite waren wir doch schon, oder nicht? Ja, ich gehe nochmal zu der Tür. Vielleicht geht die jetzt auf. Meinst du? Achtung, Flieger unterwegs! Nee, echt? Oh, da hinten ist gut. Können wir auch immer noch nichts machen jetzt hier, ne? Ich hab wenigstens jetzt wieder Munition auf der Hauptwaffe. Das geht jetzt auch wieder, oder? Geht das? Nee, geht nicht. Nee. Immer noch nicht. Aber warte mal, wo waren wir jetzt hier noch nicht? Da hinten? Wir können noch nach links hier hinter. Komm mal mit, bitte. Komm ich auch nicht hoch. Können noch hier hin? Ja, aber von da kamen wir ja mal. Nee, da ist giftig. Da können wir nicht hin. Von da kamen wir. Bereit machen! Was ist jetzt schon wieder? Werf mir die doch nicht vor die Füße. Oh. Boah. Nein, ich bin gerade am Nachladen. Müssen da jetzt direkt zwei kommen? Ich hasse es, wenn alles neu kommt. Vor allen Dingen haben wir dann irgendwann überhaupt gar keine Munition mehr. Naja, aber wir müssen ja irgendwo hin, wo wir noch nicht waren. Ja, aber hier ist überall Nebel. Da aber warte mal, doch hier rum. Warte mal, hier rum, aber da ist doch auch wieder dieses scheiß Nebel. Hier rum können wir nicht, oder? An dieser Stelle von mir mal die kleine Anmerkung. Die kommenden Szenen werde ich ein wenig zurechtschneiden, weil wir ziemlich kopflos hier in der Gegend herumgeirrt sind und tatsächlich nicht wirklich was Neues gefunden haben. Hier und da haben wir noch ein paar Kleinigkeiten gefunden, aber nichts, was jetzt irgendwie von großem Wert gewesen ist. Dennoch möchte ich euch das Ganze natürlich nicht vorenthalten und schneide das Ganze halt entsprechend zurecht, dass ihr ein bisschen von der Action noch miterlebt, seht, was wir noch gefunden haben. Und ja, damit es für euch nicht ganz so langweilig ist, habe ich quasi zwei Folgen zusammengeschnitten und ein bisschen zentriert. Und ja, ihr werdet es selbst sehen. Viel Spaß! Der ist immer noch am Gurgeln. Ja, blöd ist halt, dass du wirklich null Anleitung hast, was du machen sollst, ne? Also, du hast jetzt nichts wie eine Quest oder so, was man sich halt bei jedem Spiel wünscht.
Das ist halt doof. Fahre fort. Alepsis Taura ist ein supermassereiches schwarzes Loch. So etwas haben wir noch nie gesehen. Ja, hier fängt der Nebel dann an. Das ist scheiße. Aufgepasst! Alter, muss ich schießen? Alter, schieße, Mama! Kannst du noch mal so ein Heilding machen? Nee. Vielleicht hier noch. Hinter uns. Ich sehe nichts, du stehst nicht. Du tanzt gerade vor mir. Meine Fresse, ey. Oh, ich kann nicht mehr nachladen. Super. Ich bin jetzt bald so ein... komplett. Ich sag mal, hä? Ich bin jetzt bald komplett ohne Muni. Oder viel habe ich auch nicht mehr. Es kommt auch immer weniger raus, habe ich so den Eindruck. Oh, Hundi hat sich drum gekümmert. Komm in den Kreis. Kreis, Kreis, Kreis. Riese im Anmarsch. Alter. Yo. Ey, du kannst hier nichts machen. Da ist doch... Ach, der Typ ist das gewesen, oder? Bester Freund ist freige... Wohltäter. Ja, was halt so ätzend ist, weißt du, so coole Spiele wie Resident Evil oder so. Du läufst halt da durch, nietest alles um, im besten Fall, und kannst dann auch in Ruhe dich nochmal umschauen, worum es eigentlich geht, was du noch machen musst. Aber wenn du natürlich jetzt ständig deine komplette Munition damit verballerst, was war denn das für ein Vieh? Damit verballerst, dass du immer alles tausend und nochmal tausendmal hier abknallen muss. Ich bin hier gerade so unkonzentriert, deswegen. Da unten sind wieder lilane Sachen drin. Hä, resettet das? Haben wir hier oben irgendwas resettet? Ne, vielleicht haben wir es auch nicht alles eingesammelt. Alter, was machst du? Ja, ich kill das Viech hier oben. Mich verarschen? Wieso treffe ich den nicht, wenn der dahinter ist? Aua, und jetzt tat gar nicht weh. Hier konnte man noch runterlaufen, ne? Weil das andere Viech war. Wo sind lila Sachen? Ja, tatsächlich hier sind Sachen. Nee, da kann man nicht runterlaufen. Dann. Eine Differenzmaschine? Das ist ein Amulett. Und Quest abgeschlossen. Willst du mich verarschen? Wir haben irgendeine Quest abgeschlossen jetzt. Hä? Wir waren doch hier und haben unten alles eingesammelt. Schon mehrfach. Hä? Komm nochmal hoch. Lass uns mal gucken, ob wir da jetzt das eine aufkriegen da hinten. Hallo? Ja, warte doch mal. Ich kann wir haben aber nur Feier eine... machen. Wo bist du denn? Guck mal, ob da unten noch mehr ist. Ja, das habe ich. Also die Kabinen haben jetzt nichts mehr. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Hatte ich nicht eben auch ein Level up? Warte mal, hier Differenzmaschine. Während ein Schild aktiv ist. Das Ach, das kann man nur betätigen, wenn der Fahrstuhl nicht da ist. Ah, jetzt ist das okay.
Da hatte ich jetzt keins bekommen. Genau, Archetyp. Hier ist doch noch irgendwas. Das hier erhöht die Anwendungsgeschwindigkeit um 20%. Aber ich denke mal, dass das passive sind, oder? Die Attribute. Wahrscheinlich. Also lass uns jetzt nochmal da hinten in den Dungeon, nicht da hochgehen. Nee, ich denke, wir sollen mal hochgehen. Wir haben doch die Quest gerade abgeschlossen. Ja, aber wofür? Das ja, deswegen will ich ja gucken, ob wir jetzt an der Tür noch was machen können, die wir nicht aufkriegen. Ach, der Hund ist drauf. Nein! Auf der Plattform. Hundi! Bist du intelligenter geworden durch die Sachen, die wir gefunden haben? Hundi ist ganz fröhlich, siehst du das? Dass er endlich mal mit draufgekommen ist. Wieso sind die jetzt eigentlich auch schon wieder neu? Oder haben wir die beim letzten Mal jetzt nicht mitgemacht? Nein, die kommen permanent neu. Ja, aber eigentlich nur, wenn du resettest. Alles halt nicht. Das war hier im Turm vorbei, glaube ich, ne? Da oben liegt auch noch was drauf, was wir nicht nehmen können, weil wir da nicht hochkommen. Das ist immer ein tiefer Krater. Wieso kann man eigentlich nicht klettern? Ich verstehe es nicht. Oh. Aua. Was war das? Ja, was war das? Du siehst doch, was es ist. Wo bist du denn hier? Ich weiß nicht, wo du bist. Warum bist du da hinten? Weil wir hier gerade entlang gelaufen sind. Nee, ich nicht. Natürlich, du auch. Alter. Und was ich überhaupt nicht verstehe, wir waren dreimal in diesem Ring-Ding hier drin. In diesem großen. Dreimal haben wir was eingesammelt und dreimal hat der, wieso geht das jetzt schon runter? Und dreimal hat der uns was anderes gegeben. Also irgendwie ist das seltsam. Plötzlich ist die Quest abgeschlossen, obwohl wir vorher ja schon alles eingesammelt hatten. Also diesmal liegt da unten nichts mehr drin. Hier kann ich auch nichts machen an dem Ding. Nee. Ja, wahrscheinlich jetzt, weil die Quest abgeschlossen ist, auch nicht mehr. Aber hier sagt er ja zu mir. Wieso kann ich die Karte nicht an... Oh. Also wenn lass wir uns vorher auf jeden Fall nochmal speichern. Okay. Weil den ganzen Scheiß mache ich jetzt nicht und dann muss ich den ganzen Kram mit dem Schlüssel oder was das war dann nochmal holen. Also, da drin ist eh alles. Achso, da drin ist eh alles resettet. Das heißt, wir werden direkt sterben, weil ich habe keine Munition dafür. Hm. Ja, aber diese Flaschen sind gar nicht mehr hier. Ja. Backt der jetzt hier wieder was? Hä? Aber der, verarschen, wo läuft der hin? Hund, mein Hund ist viel krasser geworden, aber der ist auch verletzt jetzt. Der muss ja gleich mal heilen. Oh, jetzt ein großes Vieh. Was ist das für Vieh? Ich bin vergiftet. Ich krieg das Scheißding nicht von der Schulter. Schieß das bloß nicht mal ab. Ja, ich kann nichts machen, ich bin gleich tot. Ja, was machst du denn da? Ich bin vergiftet und krieg es nicht los, habe ich mehrfach gesagt. Du musst eins drücken. Wie eins? Die eins ist zum Heilen dann. Ja. Noch ist der Heilkreis da. Alter. Jetzt geht's wieder nicht weg. Ja, das nimmt mir irgendwie mein Essen weg, keine Ahnung. Was machst du denn da?
Du hilfst mir nicht. Was soll ich machen? Ich lass mich vergiften. Ja, du bist irgendwie beschossen. Ach so, das, ja, aber was soll ich da machen? Weiß ich nicht. Ich kriege es nicht ab. Wie oft noch? Ja, lauf doch mal. Irgendwas macht doch mal was. Ich bin die ganze Zeit so am Machen und nichts davon funktioniert. Also C kann ich, Q kann ich auch nicht mehr drücken. Also bei mir hat er mir eins angezeigt, dass ich das machen sollte, wo ich das auch hatte. Ja, dann sterbe ich mal so. Nicht gut. Ne, gut ist das nicht, aber du blöde Kuh, was ist ja nicht los? Hab keinen Platz. Das ist hier richtig? Ne, wo müssen wir jetzt hin? Wir mussten doch kann ich ja nicht runter. Gucken, weil du irgendwo immer reinläufst. Wir mussten runter und dann hoch. Ach, wieso dreht sich das jetzt nicht so wie eben? So, wie gesagt, wir müssen hier in der Mitte nach rechts und dann links halten. Da ist der Punkt. Wir sind aber dann, da in der Nähe sind wir dann runtergekommen in dieses, warte mal, hier durch. Hier war das doch, genau. Hier ist die Kammer. Und da hinten ist auch ihr. Ihr pass auf. So, und dann rechts. Und hier ist die Kammer. Und da ist das Ding, was wir wahrscheinlich eh nicht brauchen. Da kommt was! Immer draufhalten. So, und hier ist die kleine Kammer. Auf. Genau, hier drin war das. Wie kann man denn mal runtergehen mit Alt? Und da haben wir ja auch nichts rausgefunden, wo wir was machen können. Wie kommt man jetzt hier hoch? Wie komme ich nach oben? Ja, einfach nur nach oben drücken. Ja, aber der Kier wollte nicht irgendwie so bescheuert. Sind wir hier darüber? Könnten da. Oh, warte mal, was ist das denn? Ach ja, da hatte ich doch gesagt, dass wir da. Oder können wir da vielleicht irgendwas. Oh Mann. Ja, da musst du. Warte mal, da ist was rot. Aber ich kann nichts anvisieren. Hm? Doch, es ist passiert. Nee. Das ist immer noch was Rotes, aber ich kann nicht drauf schießen. Da müssen wir wohl von der anderen Seite aus drauf schießen. Können wir von hier auch? Ah ja. Ist doch schon. Nee. Ja, man kommt nicht rein. Was ist das denn? Ah doch, hier ist offen. Ist offen. Hier liegt was. Also komm, bei mir zeigt er an, dass ich auf irgendwas schießen kann, aber da komme ich nicht rein. Also hier ist der Ring der Verdunklung. Nimm den mal bitte. Komm mal hier runter. Ja, dadurch komme ich auch nicht. Oder warte mal, oder komm mal hier runter jetzt, runterspringen. Na toll, dann gehe ich wieder drauf, super. Nein, hier. War dann komm hier gerade hin. So nicht. Da werde ich jetzt nicht gegenhauen, den Fehler mache ich nicht nochmal. Hier bist du im Regen. Ja, wieder nur ein weiteres Accessoire. Ey, was ist hier? Oh oh. Warum ist die Musik jetzt so scheiße? Moment, im Anmaß! Was? Riese im Anmaß? Oh, was ist das? Ach, das war die! Oh. Warum wechselt die mal das Ding, Mann? Wir bekommen Besuch. Du sollst deine scheiß Pistole nehmen. War das denn jetzt so schwer? Mann, wieso ist die mal zur Nahkampfwaffe gewechselt? Was ist denn hier mit dem Kreis eigentlich? Oder ist das der... Ach nee, das ist... Ach, hier, komm mal raus.
wollte gerade sagen, was ist das mit dem Kreis? Hat das irgendeine Bewandtnis? Das ist nur der Aufzug. Ja, wenn es das nicht ist, keine Ahnung, dann hänge ich das Spiel an den Nagel. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich finde das bescheuert. Oder wir müssen mal googeln und gucken, wie man... Keine Ahnung, ich weiß nicht. Sollen wir am besten nochmal speichern? Weil ich denke mal, hier reingehen werden wir nicht mehr, oder? Nee. Oh, so langsam kriege ich Kopfschmerzen. Da ist einer am Anflug. Was kannst du, Kopfschmerzen? Ja, auch über dieses ewige Nachdenken. Was sollst du jetzt noch machen? Du hast doch schon alles gemacht. Oh, wollt ihr mich verarschen? Ja, hier ist der Ausgang. Oben schwebt zwar einer, muss man aufpassen. Lad doch noch ein bisschen länger nach, kein Thema. So, wir müssen in die Richtung, ne? Wo wollt's jetzt hin? Wollt's jetzt immer. Ja, nochmal mit der Tür gucken. Das ist jetzt das Einzige, ja, was mir wirklich einfällt. Ist der einzige Weg, der weitergeht. Also die beiden Türen halt, ne? Also die eine Tür mit dem. Sie kommen! Ja, genau. Ich weich aus, aber trotzdem. Hä, was sind das für denn? Das ist immer noch dieses Tarnding. Komm zu mir schnell. Okay, wo ist er da? Ich glaube, das war's mit Heilung. Nee. Das passt nicht mehr. Ganz nicht. Meine Tasche ist voll. Davon kann ich nichts mehr tragen. Die andere Munition kannst du auch nicht nehmen mehr? Nee. Ey, ist das so blöd? Begrenzt ist mit dem Schuss, verstehe ich absolut nicht. Also sonst probieren wir erstmal die Tür. Aber ich denke mal, die Tür können wir wahrscheinlich erst machen, wenn wir die andere... Die geht, wenn die andere erst wahrscheinlich, vermute ich fast. Also solange da nur dran klopfen kannst. Vielleicht müssen wir zu zweit dran klopfen. Meinst du? Nee. Ah, guck mal noch ein letztes Mal. Das macht mich nur wahnsinnig. Ja, aber wir haben ja keine neuen Teile eingesammelt. Deshalb kann ich mir nicht vorstellen. Ja, wie gesagt, den Ring sehe ich bei mir nicht im Inventar. Also vielleicht kann man den doch irgendwo benutzen oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was ich vorher reingemacht habe. Der hat einfach irgendwas reingemacht. Nee, du hast diese Kugel gehabt. Die haben wir da unten gefunden. Ach so, stimmt. Diese Stachel. Nee, das zeigt ihn aber auch nicht an. Ja, es ist halt. Wie soll ich das sagen? Es zerrt an den Nerven, ist falsch ausgedrückt. Nein, ich finde es halt. Es nervt, ist auch falsch ausgedrückt. Es ist enttäuschend, sagen wir es mal so. Es ist enttäuschend, dass du halt nicht rausfinden kannst oder irgendwo nicht raus. Wir haben ja jetzt alles. Sind wir abgelaufen. Wir sind überall drin gewesen, wo wir können, bis auf halt die Türen, die verschlossen bleiben. Ich wüsste nicht, was wir da noch machen sollten. Ich meine, zurück können wir nicht gehen, weil es ist halt diese Welt. Das spielt sich in dieser Welt ab. Der Typ sagt uns nichts Neues. Ja, weiß ich nicht, ob wenn ich doch zurück muss. Keine Ahnung, wie gesagt. Nee, also so wie ich das verstanden habe, musst du wohl jede einzelne Welt erstmal abschließen, damit du dann zur nächsten Welt reisen kannst. Und wir haben ja nur eine Welt, wo wir hinreisen. Ich meine, wir können theoretisch zurückreisen, klar, dann sind wir wieder bei den Leuten, aber bringt uns das was?
Also das Einzige, was ich jetzt wirklich vorschlagen würde, ist, kann ich das jetzt nochmal aufbilden? Fühlt sich nicht auf. Das Einzige, was ich jetzt höchstens wirklich vorschlagen würde, ist, dass wir uns mal informieren, ob wir irgendwo was rauskriegen. Was ich persönlich immer doof finde, aber wenn das Spiel ausgelegt ist, dass man sich informieren muss, weil man sonst nicht weiterkommt. Vielleicht haben wir auch irgendetwas, was wir nicht sehen, was wir vielleicht eingesammelt haben, aber noch nicht benutzen können, weil wir nicht wissen, wie oder so. Ich habe keine Ahnung. Das ist, ja. An den Dingern können wir auch nichts mehr machen. Der fliegt auch nicht mehr raus, um die Rettungskapseln zu holen. Also irgendwie, es hat alles ein bisschen komisch. Ja, ihr Lieben, dann machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Ja. Baden uns in unserer Verzweiflung, wenn die Kamera aus ist, und informieren uns mal darüber, wo wir hier eventuell weiterkommen. Also für mich logisch ist, dass man halt noch eine Sache opfert, damit das Ganze aktiv wird. Ich vermute, dass es dann irgendwo zum Boss geht und die Welt dann vielleicht abgeschlossen ist. Aber wie zur Hölle soll man da hinkommen? Was muss man opfern? Soll ich den Hund da reinschmeißen? Nein, bestimmt nicht. Dann schmeiße ich dich hinterher. Ich wollte gerade noch sagen, ich würde es vielleicht noch machen, wenn wir dann weiterkommen würden. Aber man weiß es halt nicht. Also das ist halt der Nachteil, ja, so wie ich es verstanden habe, bei allen Souls-Spielen, dass man halt das, was man als Spieler halt immer haben möchte, diesen roten Faden, diese Anleitung, was musst du jetzt machen? Es muss ja nicht sein, gehe zu Platz A, drücke Knopf B und dann hast du Quest C erfüllt oder sowas. Also das muss es jetzt nicht sein, aber zumindest, dass irgendwo ein Ziel mal stehen würde. Ne? So, findet noch den Teil, damit er die Tür aktiviert. Dann wissen wir zumindest, okay, wir müssen was suchen. Ich meine, dann stehen wir trotzdem wieder Ochs vom Walde jetzt hier gerade, weil wir nicht wissen, wo wir suchen sollen, aber das wäre ja zumindest schon mal ein Anfang. Wir wissen, dass wir noch was suchen müssen, wahrscheinlich. Oder wir haben irgendwas bei uns und verstehen einfach nicht, dass wir es bei uns haben. Das kann natürlich auch sein. Ich habe absolut keine Ahnung. Ja, dann machen wir hier erstmal einen schnellen Cut. Ich versuche, meine Nerven wieder ein bisschen einzusammeln und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao! Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.